Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute wollte ich noch mal ein bisschen was für die Therapie in Friedberg sagen. Und zwar ist es ja so gewesen, dass ich da in dem Krankenhaus in Starnberg war mit der Tina damals. Wir mussten nämlich von einer Entgiftung dorthin gebracht werden. Da hat uns dann der Stefan abgeholt, der hat bei Condrops gearbeitet. Ich war so damals sein erster Kandidat, den er überhaupt bekommen hat. Und dann hat er uns mit noch einem anderen Pärchen zusammen nach Friedberg gefahren. Und wir hatten da von Anfang an keine Kontaktsperre und nichts. Also wir durften telefonieren, wenn wir wollten. Da waren Telefone da. Ich glaube, am Anfang, die ersten 2 Wochen, glaube ich nicht, die ersten 14 Tage. Ja, da wollten sie schauen, ob man sich an Regeln ein bisschen halten kann. Aber es gab ja so gut wie keine. Die Farbe Schwarz war nicht verboten. Ja, das war ja da in Daytop. Die haben das ja verboten gehabt, das destruktive Farbe. Und dann gab es da ein, also was wie eine Bar. Allerdings ohne Alkohol, da gab es dann halt Limo, Wasser, Cola und so eine Sachen zu trinken, Säfte. Aber es hatte diese Bar-Atmosphäre. Da sind Leute drin gesessen, die Bewohner halt, haben ihre Zigaretten geraucht und ihre Getränke getrunken und sich unterhalten. Und am ersten Tag war es tatsächlich so, Ankunft, Sachen abstellen, weil die werden wohl noch gefilzt dann. Und dann wurde man begrüßt und dann halt so die ganzen Sachen, die man halt mit denen besprechen muss, die Kostenzusage, tralala und hin und her. Und dann hat man ein Zimmer zugewiesen bekommen, ein Zweimannzimmer, aber zwei Personenzimmer waren das. Bei mir war ein Berliner auf dem Zimmer und das war es dann auch schon. Da waren dann meine Sachen gelegen, dann kamen ein paar Ältere, die schon länger da waren. Die haben dann gesagt, okay, filzt mal jetzt die Sachen, schauen wir durch, ob da was drin ist. Und dann haben die halt gefilzt, nichts gefunden. Und dann, zudem haben meine Sachen gestunken wie die Hölle, weil man bei mir zu Hause in meinem Kühlschrank, den habe ich abgetaut und das Wasser, das da rausgelaufen ist, ist da eine Tasche. Und die hat sich vollgesaugt mit der Flüssigkeit und ich war ja schließlich im Krankenhaus. Und als wir das da abgeholt haben bei mir, waren die Sachen halt so stinkend und nass. Und richtig eklig und ich habe wochenlang gebraucht und ich habe ganz oft gewaschen, dass dieser Gestank rausgeht und seitdem kann ich diesen Stockfleckengeruch auch nicht mehr riechen. Wenn ich das rieche, dann, boah, ist richtig übel. Richtig übel. Ja, und da gab es dann Einzelgespräche mit Psychologen und Großgruppen und Kleingruppen. In den Kleingruppen war es so, da wurden dann auch mal so Sachen erklärt, wie wenn man richtig eine Spritze setzt, also was da für Gefahren dahinter stehen, wenn man es nicht weiß, wie das richtig geht. Also aufpassen, dass es in der Spritze nicht pocht, weil man sonst in der Arterie ist und nicht in der Vene, das wäre lebensgefährlich. Dann hat man einen Fernsehraum im Großen, in der Großgruppe wurden Rückfälle aufgemacht. Wer einen Rückfall gebaut hat, wurde nicht rausgeschmissen, sondern hat eine normale Chance gekriegt. Der musste halt dann an diesem Thema arbeiten. Warum und wieso ist die Person jetzt rückfällig geworden? Und da hat er auch, man hat ja dann irgendein Problem, wieso das passiert ist. Und daran kann man dann gleich arbeiten. Also so die Herangehensweise war nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann eine große Sporthalle, ja, da konnte man Volleyball spielen oder Basketball, notfalls auch. Dann gab es anschließend einen Bauernhof, da hat halt ein Bauer, konnte man halt Arbeitstherapie machen bei dem, ne? Weil das gehört ja mit dazu, arbeiten, Küche gab es da und Reinigung und alles mögliche und das musste man halt dann, wurde man halt dann aufgeteilt auch. Ne? Jeder hat dann auch ein bisschen so Selbstbestimmung gehabt. Das Grundstück an sich war riesengroß, die Häuser waren so in einem Halbkreis. Nachts war es schön dunkel, konnte man den Sternenhimmel sehen, aber da hörst du dann auch die Autos, weil rundherum waren Felder und Autobahn. Und in die eine Richtung ging es nach Friedberg. Und wie gesagt, ich hätte dann nicht abgebrochen, wenn der Staatsanwalt mich damals nicht gezwungen hätte.
Natürlich war ein bisschen im Hinterkopf, dass da Frankfurt ganz in der Nähe ist und falls ich rückfällig werde, aber geplant war es nicht. Ja. Und die Runde hätte ich mir auch gern gespart, muss ich schon sagen. Es war nicht lustig da in Frankfurt. Am Main, Frankfurt am Main. Das kann schon krass abhören und das Zeug ist so gestreckt, wenn du da niemanden kennst, dann kriegst du so einen Mist rein angedreht. Das ist der allerletzte, echt der allerletzte Dreck. Ich habe es in meiner älteren Geschichte schon mal erzählt, dass ich verhaftet worden bin in Würzburg. Kam ich ja gerade von Frankfurt und habe da Schore gekauft und habe mal was gedrückt, damit ich halt einen Affen weg habe. Und dann musste ich aber der Polizei Urinkontrolle abgeben. Und als ich die abgeben habe, sah die aus wie ein Multivitaminsaft. Kannst dir vorstellen, was da muss ja irgendein Scheißdreck reingemischt gewesen sein. Und den muss ja die Leber und Niere, muss ja den ganzen alles erst einmal rausfiltern. Hä? Das ist halt schon asozial von diesen Personen, die einen diesen gestreckten Rotz verkaufen. Und da wundert mich das nämlich gar nicht mehr, wenn ab und zu ein Polizist in Erfahrung bringt, wie gestreckt irgendwas war und jemanden, den er erwischt hat, mal sagt, wie viel Prozent das da gehabt hat und was da alles drin war. Und den so wütend macht, dass der seine Connection verpfeift. Das könnt ihr mir schon vorstellen, weißt du? Naja. Hui! Hui! Kleiner Schlumpfi. Ich habe mich total geirrt bei Friedberg. Die Träger gibt es immer noch. Und zwar ist es die Salus Klinik. In der Wartbergstraße in Friedberg, Hessen. Könnt ihr googeln. Die haben dort auch eine E-Mail-Adresse und eine Webseite. Und da wird es auch richtig gut beschrieben. Ja. Ich war 95 dort, da war das noch ganz neu. Und ich denke mal, dass sie seitdem noch mehr Erfahrungen gesammelt haben und auf jeden Fall näher an der Realität dran sind als irgendeine andere Therapieeinrichtung, die ich kenne. Ja. Pichl war dann damals auch schon in diese Richtung, als ich dort war, aber die gibt es nicht mehr. Die mussten zumachen, weil halt ja, keine Patienten mehr kamen oder weil halt weniger Geld geflossen ist. Oder ich weiß es nicht genau, die konnten es halt nicht mehr leisten. Diese Klinik gibt es halt immer noch und die machen gute Arbeit da, das ist echt solide. Es hat halt auch immer was mit den Bewohnern zu tun, die gerade da sind, wie halt dann auch die Stimmung ist, gell. Aber das ist wirklich so nah dran an der Realität, dass halt passieren kann, dass man Rückfall baut. Und das Gute ist, das kann man dort aufarbeiten. Ja? Also man hat halt da diese verschiedenen Gruppen, das habe ich in dem letzten Video schon mal erzählt, aber weil mir die Sarah Kliner in den Kommentaren geschrieben hat, ob ich diese Therapieeinrichtung meine. Da habe ich nochmal gegoogelt und gesehen, halt, hey, die gibt es ja noch. Wie komme ich denn auf den Föhn, dass die nicht mehr gibt? Die haben ein anderes Logo als damals und die ist ein bisschen anders aufgebaut, weil zu meiner Zeit gab es noch kein Internet. Wir hatten da noch Heftchen und Flyer und sowas. Und wir hatten auch keine Handys, wegen der Frage, wegen die Handy. Deswegen weiß ich leider auch gar nicht, wie man dort mit Handys umgeht, aber wir hatten halt von Anfang an die Möglichkeit zu telefonieren. Innerhalb von der kürzesten Zeit durfte man zu dritt raus und dann zu zweit und dann alleine, also Ausgänge. Und man kann Besuch bekommen, man kann Leute einen besuchen, die man von draußen kennt, wenn die halt nicht drauf sind. Das ist halt die Voraussetzung. Und ja. Also noch näher ran geht es ja nicht ans Leben, oder? Also man muss ja, wenn man, so muss man sich einfach so drüber nachdenken, was ist denn das, wenn einer so auf die Idee kommt, ich gehe auf Therapie. Dann ist er ja gar nicht mehr lebensfähig alleine ohne Drogen. Ja? Da geht es ja nur noch um das. Morgens aufstehen, Geld aufbesorgen, Drogen besorgen, Geld besorgen für den nächsten Tag noch Möglichkeit und so weiter. Das ist ein Fulltime-Job. Ja? Da ist man psychisch ganz anders drauf, man hat eine andere Denke, man hat ganz andere Prioritäten. Und dann plötzlich ist man clean, man braucht halt kein Geld dann dauernd besorgen, man hat ja keine Schmerzen, wenn man morgens aufwacht.
Und ja, da hast du plötzlich ganz viel Zeit. Zeit zum Nachdenken. Und leider wird es manchmal auch langweilig. Und man kommt ganz schnell auf den Trichter, man hat ja jetzt ein bisschen Geld, man könnte sich ja was holen. Und da ist halt dann eine Therapie wichtiger. Jetzt haben die da auch eine Adaptionsphase. Leider bin ich da nicht reingekommen, weil ich habe meine abgebrochen, wegen dem Staatsanwalt, weil mit der halt trotzdem ins Gefängnis stecken wollte, egal ob Therapie oder nicht. Und ja, es hat mich halt schon geärgert. Vielleicht hätte ich damals clean sein können danach, weißt du? Vielleicht wäre mir vieles erspart geblieben. Vielleicht, vielleicht. Hätte, hätte. Fahrradkette. Deswegen nach vorne schauen. Wenn du aber jetzt da draußen stehst oder irgendwo bist und hast ein Handy, glotzt da gerade mein Video an oder sitzt zu Hause noch und hast das Glück, dass du vier Wände hast und überlegst, dass du aufhören sollst, dann echt, das ist eine gute Einrichtung. Die haben halt auch eine Wartezeit, man muss sich halt darauf einstellen. Und dass man halt dann rechtzeitig zur Entgiftung geht und sich um die Sachen alle auch immer kümmert. Also man muss sich halt regelmäßig kümmern. Bei denen gibt es aber jetzt nicht dieses wöchentlich Schreiben-Regel, wie es bei Daytop zum Beispiel der Fall war. Da musstest du ja, glaube ich, 14-tägig schreiben. Und dort war das nicht so. Du hast einen Termin gekriegt, sondern dann kannst du kommen. Du musst vorher zum Entgiften und das muss von der Klinik kommen. Punkt. Ja. Das hat nachweislich vom Drogenberater von der Klinik abkultiert von der Entgiftung und dann direkt dorthin gebracht. Mehr war das nicht. Da gibst du Urinkontrolle am Anfang ab, hast ein Zugangsgespräch, kriegst ein Zimmer, wahrscheinlich hast du einen Zimmernachbar oder Zimmernachbarin, je nachdem. Und da hast du einen Schrank mit einem kleinen Tresor in dem Schrank drin. Das sind zwei Personenzimmern. Dann ist da so eine kleine alkoholfreie Bar, wo sich die meisten aufhalten. Wenn es kühler ist, wenn es schön ist, sitzen sie alle draußen. Dann kannst du Sport treiben, Arbeitstherapie. Es ist echt eine tolle Sache da. Wenn man ja, aufhören möchte, ist das eine gute Idee, dorthin zu gehen. Es ist natürlich eine schlechte Idee, von dort gleich nach Frankfurt zu ziehen oder so, weil das ist eine Katastrophe. Da gibt es wirklich viel. Ja, das ist echt krass da. Deswegen sollte man, wenn, im Umland bleiben. Wenn man schon da bleiben möchte, dann im Umland. Oder man zieht in eine andere große Stadt, wo man niemanden kennt und fängt dort von vorne an. Mit einer Nachsorgeeinrichtung immer mal der besten. Wenn man das dann so, dann hat man echt gute Chance, dass man längere Zeit rauschfrei ist. Substanzfrei nennt man das dann auch. Also clean. Und ja. Wenn es halt dann wie bei mir so ist, dass man Erkrankungen hat, ich habe Fibromyalgie, dann kann das schon sein, dass man später wieder Schmerzmittel nehmen muss oder vielleicht auch Cannabis. Aber das ist dann ganz anders. Es fühlt sich auch ein bisschen anders an, wie dieses aus Spaß. Anfangs ist es so, komplett. Du kriegst vom Arzt dein Rezept, gehst zur Apotheke, holst dir deinen Gras da ab, konsumierst es zum ersten Mal und es knallt genauso rein, wie es früher reingeknallt hat. Also es knallt halt richtig heftig. Aber du gewöhnst dich schnell dran. Es sei denn, du wechselst Sorten. Und das ist halt der Gag. Wenn du eine standardisierte Sorte hast, in der Theorie funktioniert das ja so schön schon, dann kannst du da drauf eingestellt sein und brauchst nicht mehr, nicht weniger und dann hört es auf mit dem Rausch. Klar bin ich verwirrt, wenn ich gerade was konsumiert habe. Und selbstverständlich bin ich gerade in dem Augenblick, wo der Wirkungseintritt ist, ein bisschen verspult. Aber das legt sich innerhalb von einer Stunde. Und dann bin ich ganz normal. Und ich muss ja nicht nachlegen, wie einer, der aus Spaß kippt, weil er halt immer wieder so, boah, krass stoned sein will. Sondern ich möchte meine Schmerzen weg haben. Und wenn die weg sind, dann ist alles schick. Verstehst du? Aber dahin zu kommen, musste ich erst einmal 16 Jahre lang komplett ohne irgendwas sein. Ja? Also was heißt, ohne irgendwas ist natürlich auch nicht ganz richtig, weil ich ja das Tilidin bekommen habe, aber in einer geringeren Dosis, sodass es halt auch keine Rauscheffekte hat. Das ist schon ein Unterschied, weißt du? Von daher braucht man auch keine Angst haben von diesem, ja, wenn ich dann clean bin, darf ich nie wieder, weil sonst selbstverständlich darfst du deine Substanz danach nicht wieder nehmen. Du willst ja aufhören. Aber das bedeutet nicht, dass du vielleicht etwas anderes mal nehmen kannst. Ne? Zum Beispiel mal ein Bier trinken oder weiß ich nicht, mal ein Joint rauchen oder
ein bisschen Glücksspiel oder sowas. Man darf es halt bloß nicht übertreiben. Und wenn man richtig gut die Therapie gemacht hat und eine Selbstreflexion macht und das dann auch anwendet, also das Ganze lernt, wie man sich beobachtet, an welchen Situationen mache ich was, wie reagiere ich auf manche Sachen. Und wenn dann diese Auslöser kommen und du das kannst, dass du dann plötzlich neben dir stehst und siehst, dass du da dieses Problem vor dir hast und dann sagst, hey, das ist es jetzt, du musst jetzt stark sein. Und genau in der Situation machst du dir das dann ganz klar. Ey, Alter, du nimmst jetzt nichts. Das dauert 10 Minuten, dann ist es weg. Dieser Drang. Selbstverständlich sind die Gedanken im Hinterkopf. Das dauert länger, bis die mal weg sind. Das dauert wirklich lange. Aber es wird immer einfacher, umso länger man weg ist davon. Und es geht nicht, wenn man Leute kennt, die man treffen könnte aus Versehen. Also, du gehst irgendwo draußen einkaufen und triffst jemanden, den du kennst, total zu. Was glaubst du, was du für einen Film fährst? Viel besser ist, du kannst niemanden treffen, weil du niemanden kennst. Und wenn du dann einmal versehentlich über die Drogen, also nicht über die offene Szene gehst und du siehst, welche, wie fertig die Leute sind, dann tun sie dir nur leid. Du kommst nicht mehr auf den Trichter, ui, jetzt hol ich mir auch was. Das ändert sich tatsächlich, weißt du? Von daher, Peter.